herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen EA Sports FC 24 Hannover 96 Modus. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben in der letzten Folge gegen Helsinki gewonnen und damit uns die K.O.-Phase in der Europa League gesichert. Das ist, ne, warte, das ist so ein Moment hier. Hier. Ne, würde ich sagen. Das war so ein Moment. jetzt haben wir in der Bundesliga, wo wir überraschenderweise auf Platz 5 sind. Ich dachte eigentlich, wir sind deutlich schlechter. Wo wir in der Bundesliga jetzt auf Hoffenheim treffen. Die sind 10. mit 14 Punkte. Ja, ich würde sagen, wir machen erst einmal weiter, dass sie sich ein bisschen erholen können. Für die Nationalmannschaft abgesetzte Spieler. Stanisic für Kroatien, Meiner für Deutschland und Bayer auch für Deutschland. Ja, unter uns sind sie Nationalspieler geworden. Wir werden auf jeden Fall einige Wechsel vornehmen müssen. Auf jeden Fall hier. Köhn kommt zurück. Auch Moroja. Und MB. Schaub würde ich mitnehmen. Für Van de Beek vielleicht. Daryl würde ich jetzt vielleicht mal anfangen lassen. Ich glaube, der hat es verdient. Christiansen würde ich vielleicht für Kunze anfangen lassen. Hollerbach würde ich vielleicht einwechseln. Ich denke, das reicht, wenn der eingewechselt wird. Und dann sehen wir mal weiter. Warte mal. Ja, ich habe nur mal geguckt, ob Neumann noch Kapitän ist, weil wir einmal rausgenommen haben. Aber das war im Spiel ein Wechsel, ne? Ich glaube, das war so. Gut, okay, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang und machen das, warum ihr hier seid. Und zwar wegen Fußball gucken. Und nicht um meine super erotische Stimme zu hören. Ich bin Svetlana. So. Wir machen weiter. Baumann ist immer noch da. Mit 53 steht er hier immer noch bei Hoffenheim im Tor. Nein, ich weiß nicht, wie alt er ist. Baumann macht also das Tor. Nsoki, Kabak und Brooks machen die Dreierkette hinten. John, Kamara, Skoff, Almeida und Stach machen so das Zentrum. Ayorke und Berisha machen die Offensive. Geiger, Afena, Gyan, Semedo, Coronado, Bebu und Svila und Keita sitzen auf der Bank. Sie spielen in einem Flügelsystem. Die letzten Spiele waren, ja, wechselreich, ne? Sieg, Niederlage, Unentschieden, Sieg, Unentschieden. Das war okay. Trainingseinheit. Getimter hoher Pass. Machen wir immer. Bumm. 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 Haben wir schon mal geschafft, jeden Ball reinzuschmettern? Nee, ne? Ja, da ist schon wieder vorbei. Der kurze Gedanke, dass das vielleicht so wird. Oh, schön. Ja, den holt er auch. Aber der Torwart von Helsinki war auch echt, echt eine Granate. Boah, schön geklärt dem. Hat gereicht. So. Wir gehen rüber zum Anstoß. Spielen in der Pre-Zero Arena am 16. November 2025. Um 15.30 Uhr. Schiedsrichter ist Baran Kokaugül. Wir spielen auf Ultimativ 5 Minuten und es regnet. Auf geht's. Nicht alle sind fit bei uns, ne? Völlig klar, dass ich dieses Spiel. Nicht alle sind fit bei uns, völlig klar. Der spielt heute gegen seinen Ex-Verein. Jetzt erleben wir's. Stimmt. Hallo, liebe Fußballzuschauer. Also Hattrick. Aus der Pre-Zero Arena, wo es aktuell regnet. Aber ich glaube, die Bedingungen sind dennoch hier ziemlich gut.
Ihre Kommentatoren heißen natürlich auch heute super und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. TSG Hoffenheim gegen Hannover 96. Sehr gut gemacht von Kolbe. Alle verarscht da unten. Der Ball kommt rein. Der kommt mal richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Zieht ab. Junge, Junge, Junge. Kannst wieder machen, was du willst hier. Wir sehen sie in dieser Aber was soll's. Wie sie Druck machen, wie sie immer wieder den Ball erobern, wie sie ihr Spiel aufziehen. Und wenn du das so geschickt machst, dann fallen Tore. Gutes Auge in dieser Situation. Entscheidender Vorteil. Ja, bewegen tun sie sich wieder wie Scheiße. Jawohl! Bayer Junge! Direkt, nicht mal 10 Minuten gespielt, schon zwei Buden. Nochmal der Treffer in der Wiederholung. Ja, dass der kommt, ne, da hat er einen Fehler gemacht, der Hoffenheimer. Ein bisschen versprungen das Ding. Völlig offen. Er stand vor diesem Spiel so ein wenig. Er trifft heute auf seinen Ex-Club. Wir wissen es, Konflikte, möglicherweise. Wie siehst du das, Mensch? Ist da ein Problem? Nein, glaube ich nicht. Das musst du als Profi ausblenden, ausschalten. Klar, es gibt auch Ziel. Tor, Alter. Auch das wieder, ein richtig schönes Tor. Sie holen sich die Führung zurück. Was passiert hier bitte? Alles drin. Ja, war klar. Okay. André Almeida. Ludovic Ajok. Das gibt's wieder nicht hier. Pass bleibt hängen. Niklas Dorsch. Geht er rein? Mann. Er ist da und kann den Ball erklären. Da kein Vorbeikommen. Draufbleiben, draufbleiben. Mohamed Kamara. Kamara? Ludovic Ajok. Weiter dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Aber dann verlieren Sie den Ball, keine Gefahr mehr. Hey! Mann, Mann, Mann. Na da. Da kommt die Flanke. No. Da die Flanke ab. Sehr gutes Technik, das war wichtig. Jawohl. Wir gehen ab ins Studio, im Spiel von Union Berlin. Ist ein Tor gefallen. Ja, wir haben hier das erste Tor für Union Berlin. Neuer Spielstand damit 1:0. 37 Minuten sind gespielt. Danke für dieses kurze Update.
das sieht gefährlich aus. Hat er gut gemacht, der Brooks. Baumann. Oh. Pause steht hier ein knapper Rückstand der Gäste zu Buche. Da ist noch Luft nach oben. Mit einem Tor sind sie hinten, aber man spürt, dass der Wille da ist. Und das können wir ihnen auch nicht absprechen. Ich glaube, sie sind in der Lage, das Ding zu drehen. Hier ist noch längst nichts entschieden. Dafür sind sie auch einfach zu gut. Ach komm, hör auf. Das muss auf jeden Fall Freistoß geben. Ball kommt rein. Hä, warum geht denn da keiner von meinen Leuten hin? Zwei Tore. Hey, guck mal, da geht wieder keiner hin. Die Flanke, guck mal. Ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball. Meiner taucht ab. Dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. 3-1 heißt es also jetzt. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Ja, moin. Pause. Die erste Spielhälfte ist beendet. Dieses Spiel, ne? Wir machen erstmal so weiter. So, mit den klaren Zielen der Hoffnung machen wir nun weiter mit diesem Spiel. Eber noch mit dem Ball. Riesenchance. Junge, Junge, Junge. Der wollte auch nicht mehr hingehen. Jetzt brauchen sie hier diesen entscheidenden Pass. Niklas Dorsch. Jawohl. Wieder Bayer. Gegen seinen Ex-Club. Ex-Club wollte ich gerade sagen. Ex-Club. Ist er durch die Beine geflogen? Treffers und wir sehen, muss kämpfen, bleibt aber am Ball. Und dann dieser Nervenstand. Nee. Das ist ein schönes Tor. Fünf Treffer haben wir gesehen. Da steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Ozan Kabak. Wir müssen dranbleiben. Schönes Dribbling hier. Hey. Schöner Block. Weiß ich nicht. Der bewegt sich einfach weg von ihm. Unglaubliche Parade. Eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Es gibt einen Wechsel. Ja, oh, ich dachte, macht er wieder. Warum denn den? Der sollte meiner durchstecken. So, let's go. Könnte jetzt was werden. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Gute Chance. Junge, Junge. Gute Gelegenheit. Das wäre dann sein zweites Tor heute gewesen. Jetzt geht das hier los, dass der Ball wieder nur beim Gegner bleibt. Mohamed Kamara. Mohamed Kamara. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Hier wird auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Aber dann. Was? Okay, wir wechseln mal. Wir packen mal. Darren will dahin. Wir bringen mal Reese, Hollerbach. Van Bommel haben wir gerade runtergenommen. Wir bringen mal Kunze für Dorsch. So. Doch gibt Freistoß. Sie nehmen den Wechsel vor.
dribbelt stark, macht das richtig gut. Der Versuch, das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Unser Ball. Sie bekommen den Einwurf. Schon beeindruckend, wie überlegen die Hoffenheimer in den letzten Minuten in Sachen Ballbesitz waren. Und die Chancen haben sie auch. Wenn sie jetzt noch das Tor machen, komm, geht durch meiner. Auch jetzt haben sie Ballbesitz. Rack, habt ihr gesehen, der zieht zurück. Wieso? Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Das wäre ein klarer Ballgewinn. Mohamed Kamara. Hör doch auf mit deiner Scheißhacke. Wir gehen mal ins Studio und spielen von Union Berlin zu Tor gefallen. Wir haben hier den zweiten Treffer für Union Berlin. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind 77 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Und der Ballverlust. Schön angenommen, Moroja. Sie bekommen den Einwurf hin. Gut so. Wenn Sie nach dieser Ecke treffen, haben Sie den Sieg ganz sicher in der Tasche. Spieler weiter, Vorteil, gute Ecke. Ach komm, hör auf, ey. Aber jetzt gibt es doch noch den Freistoß, Vorteil abgepfiffen. Hey. Oh, Backe, ey. Jetzt die Ecke. Jawohl. Und damit weiter nur ein Torrückstand. Viel Zeit ist hier nicht mehr auf der Uhr, aber sie bleiben im Spiel. Leben nach innen. 12 Meter? Und es wird immer enger. Das ist vielleicht jetzt schon der letzte Angriff. Hey. Und die Fans geben jetzt nochmal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Jetzt kann das Tor fallen. Ja, aber wichtig, dass er da zur Stelle ist. Vielleicht geht jetzt was. Es gibt Ecke. Ball kommt lang. Der Befreiungsschlag. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Elfmeter? Der auf Foul. Es gibt Freistoß. Boah. Oh, schade. Die Gefahr erstmal bereinigt. Aber die Parade davon war klasse. Jetzt wissen Sie, bei wem ich die Gedanken rufe. Hallo. Ja. So, wir haben den Schusspfiff. Ärgerlich, aber okay, es waren wieder viele Momente dabei, ne, wo das Spiel auch wieder so wirklich, ich will das gar nicht mal sagen, wenn ich verliere, aber man hat es in ein paar Situationen wieder deutlich gesehen. Es hat nicht viel gefehlt und ich denke... Aber kein Problem. Echt gar keine Probleme. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Super Auftritt heute von Bayer, aber Hannover hat dennoch verloren. Tolle Leistung von Bayer, wir müssen lernen. Schweres Spiel heute, Selbstbewusstsein, was? Unser Selbstbewusstsein ist toll, Junge. Zwei Spiele, aber kein Sieg für Hannover. Ist Hoffenheim eine bessere Mannschaft? Es wird auch wieder besser. Gerne. Keine Nachrichten. Sind jetzt runter auf 7. Haben jetzt Hertha.
Hoffenheim mit Überraschungssieg gegen Hannover. Ah, gut. Okay, Freunde, ich würde sagen, das reicht für heute. Morgen machen wir die nächste Folge, dann geht's ab gegen Hertha. Jetzt haben wir aber auch endlich mal ein bisschen Pause, glaube ich, wo die Spieler sich ausruhen können. So komplett meine ich, jawohl. Aber man sieht schon wieder deutlich, dass die Formkurve, ne, hoch und runter zeigt. Wir haben Niederlage, Niederlage, Sieg, Sieg, Niederlage. Vorher haben wir viele, viele Spiele gewonnen. Was nicht, ne, es geht nicht darum, hier jedes Spiel zu gewinnen oder so, aber es ist immer wieder die gleiche Leier, dass ab einem gewissen Punkt einfach die Spiele dann verloren werden, weil das Spiel es so will. Okay, gut, Freunde, wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen um 12 direkt wieder. Ich würde mich freuen. Ciao, ciao.